Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, was dieses feine kleine Messer, dieser kleine Stock miteinander zu tun haben, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Los geht's! Ja, bei dem kleinen Messer handelt es sich um das kleine Pico Sissi, das M23 vom Hersteller Peltonen aus Finnland. Ja, und in unserem letzten Video haben wir gefragt, was ihr gerne sehen würdet, was dieses kleine Messer alles so kann und wo die Stärken dieses Messers liegen. Ja, und danke Sascha für deinen Kommentar. Du hast nämlich gesagt, ich würde gerne mal sehen, wie sich das Messer bei der Herstellung eines Tri-Stick schlägt. Ja, und das werden wir heute machen. Ja, und für alle, die nicht wissen, um was es sich bei so einem Tri-Stick handelt, ein sogenannter Tri-Stick, also ein Übungsstock, ist eine Methode von Mors Kochanski, einem ja doch weltweit sehr bekannten Bushcrafter, mittlerweile schon verstorben. Und der hat eben verschiedene Schnitzübungen sozusagen oder Übungen für unterschiedliche Dinge, die man eben in diesen Stock reinschnitzt, zusammengetragen. Die führt man dann an einem Stock aus. Und ja, das sind so die wichtigsten Dinge, die man draußen immer wieder gebrauchen kann für Holzverbindungen oder zum Aufhängen von irgendwelchen Sachen, zum Zwirbeln oder meinetwegen sogar beim Angeln. Generell eben wirklich Bushcraft-Skills sozusagen. Ja, und so einen Tri-Stick werden wir heute herstellen. Ich habe mir dafür hier einfach einen random Stock mal ausgesucht. Er hätte ein bisschen dicker sein können, aber da kann das kleine Pico Sissi gleich mal zeigen, wie es mit der Feinarbeit nämlich aussieht. Ja, und so ein Tri-Stick ist wirklich eine wunderbare Möglichkeit, ein Schnitzmesser zu testen oder ein Outdoor-Messer zu testen auf seine Verwendbarkeit tatsächlich für ja, die Dinge, die man eben draußen zu tun hat. Ja, und wir wollen jetzt mal gucken, was das kleine Pico Sissi hier so mit dem Holz anstellen wird. Ich werde jetzt einfach mal, weil ich habe den Stock einfach so gegriffen, ich werde jetzt erstmal hier die Äste entfernen. Das geht natürlich schon mal, ja, absolut astrein. Ja, als nächstes werde ich den Stock ablängen. Das mache ich hier ungefähr so auf Unterarmlänge. Wollen wir auch gleich hier schon mal schauen. Das wird eben gleich auch noch mal eine Variante sein. Ich kerbe das jetzt hier einmal rundherum ein. Das werden wir gleich beim Schnitzen des Tri-Sticks auch noch mal ein paar Mal sehen. Das geht eben wunderbar hier um die Fasern des Holzes einmal ringsherum zu brechen. Dann kann man so einen Stock eben schön präzise einfach mal ablängen, ohne dass das einem da so alles auseinanderfasert und kaputt geht. Und genau das wollen wir machen, denn ich will den Stock ja erstmal hier schön gerade haben. Und da seht ihr schon, da ist er ab. Fein, das ist schon mal gut. Er ist nicht hundertprozentig gerade, das ist aber auch nicht schlimm. Und jetzt werde ich erstmal die Rinde entfernen. Denn, so sagte auch seinerzeit Mors Kochanski, so ein Stock sollte in diesem Fall wirklich sauber sein. Also das ist ja jetzt ein Werkstück, was wir herstellen wollen. Und ja, da sollte man auf jeden Fall erstmal die Rinde entfernen. Und dann können wir da wirklich ganz sauber und ordentlich mitarbeiten. Außerdem ist es auch fürs Messer gar nicht verkehrt. Bei den feinen Schnitzaufgaben lässt sich einfach so direkt, wenn die Rinde ab ist, im Holz einfach ein bisschen besser arbeiten. Jetzt ist unser Stock schon mal entrindet und sauber in diesem Fall, ready to rock. Jetzt werden wir anfangen. Und zwar fangen wir an einem Ende des Tri-Sticks an mit einem sogenannten Spatelende. Ja, da liegt es dem Ganzen schon im Namen, was man damit später dann anfangen könnte. Es ist nichts anderes als eine ja, abgeflachte Spitze und die werden wir jetzt hier mal schnitzen. Aufgrund der Dicke des Stocks sind wir hier jetzt natürlich so gut wie durch. Aber ich werde das Ganze dennoch jetzt nicht nur einseitig machen, sondern beidseitig. Da muss man ein bisschen drauf achten, wenn es schön werden soll, dass man den Winkel hält, dass das hier wirklich schön aufeinander zukommt. Jawohl, und das wird schon was. Um das Ganze noch ein wenig zu begradigen, werde ich jetzt hier die überstehenden Holzfasern einmal abkappen. Und da merkt man auch, hier bei diesem grünen Holz, in dem Fall sogar hier in diesem relativ dünnen Kernholz, das Messer schneidet wirklich. Also die Klinge ist wirklich richtig schön scharf und auch in der
Konstruktion, also von der Klingengeometrie her, sehr gut geeignet, einfach für die Holzbearbeitung. Das merkt man sofort. Das arbeitet im Prinzip, ja, ich sag mal, wie so ein Stechbeitel. Also für jeden Tischler, der wird es kennen, so wie die Fasern sich hier abspalten lassen, das ist stechbeitelartig sozusagen. Ja, und jetzt haben wir hier schon mal einmal unsere Spatelspitze auf einer Seite, also schön in dem Fall ausgearbeitet. Damit könnte man jetzt, das könnte auch jetzt eine Verbindung sein, hier, dass man noch ein zweites Stück baut, was dann in dem Fall fast wie so eine kleine Schwalbenschwanz, also so eine V-Verbindung in diesem Fall wäre. Man könnte es aber tatsächlich auch für Grabstöcke oder um etwas in den Boden zu treiben oder um einfach ganz banal einen Keil herzustellen nutzen. Also wirklich eine praktische Sache. Ja, und jetzt schauen wir doch mal, womit wir weitermachen. Ja, das nächste werde ich direkt hier hintersetzen. Es wird eine runde Kerbe werden. Die kann man wunderbar zum Beispiel für ja, Holzverbindungen oder dergleichen nutzen. Gerne wird sie auch genommen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Rahmen baut. Also einen Holzrahmen aus mehreren Hölzern. Da lassen sich die Hölzer eben so übereinander legen. Im Prinzip die runde Kerbe, nichts anderes, was man auch beim Blockhausbau machen würde. Dann nur eben im bedeutend größeren Maßstab und nicht mehr mit einem solch kleinen Messer. Also um zum Beispiel meinetwegen jetzt einen Rahmen für eine Lastenkraxe zu bauen, für einen Behelfsrucksack, damit könnte man sozusagen sehr gut arbeiten. Also dafür ist die runde Kerbe gut und genau die werde ich jetzt hier mal anbringen. Ja und schon haben wir hier eine runde Kerbe, die werde ich noch ein bisschen sauber arbeiten, damit es einfach noch ein bisschen, ja, cleaner in dem Fall daherkommt. Aber das, muss ich sagen, schaut schon mal richtig gut aus und geht tatsächlich auch hier mit dem Messer wirklich wunderbar. Also man kann hier wirklich die Fasern schneiden, egal von welcher Richtung man jetzt arbeitet. Da merkt man eben doch wirklich, dieses Messer ist genau für den Einsatzzweck der Feinarbeit des Feinschnitzens gedacht. Und hier von unserer abgeflachten Spitze hin zur wunderbaren runden Kerbe. Das hat echt gut funktioniert. Ja, und theoretisch könnte man jetzt in dieser runden Kerbe eben ein anderes Stück Holz einsetzen, das dann verbinden. Dann hätte man eine wunderbare Holzeckverbindung. Oder eben theoretisch wie im Blockhausbau das Ganze immer weiter hoch, ja, um sich zum Beispiel eine Blockhütte zu bauen. Ja, nach dieser Kerbe werden wir jetzt einfach mal eine sogenannte Reduzierung machen. Und zwar eine Rundreduzierung. Ich werde jetzt also auf einem Teilstück des Tri-Sticks den Durchmesser dieses Stocks einfach mal reduzieren. Rundreduzierung, das heißt, ich werde innen drin das reduzierte Holz rundschnitzen. Es gibt da nämlich auch noch mal eine andere Reduzierung. Ja, und ich fange genauso wie bei den anderen auch wieder an, indem ich hier ganz banal erstmal wieder die Fasern einritze und zwar einmal wieder rings drumherum, damit ich sozusagen wie eine Art Anschlag habe für das, was ich jetzt gleich vorhabe. Man muss, je weiter man beim Tri-Stick voranschnitzt, immer darauf achten, ich reduziere jetzt das Holz und je mehr Druck ich dann nachher beim Schnitzen drauf gebe, da kann es gerne mal passieren, dass einem so ein Tri-Stick dann tatsächlich auch auseinanderbricht. Davor bin ich auch heute hier nicht geschützt. Wollen wir mal gucken, ob es bis zum Ende gut geht. Jetzt werde ich hier erstmal die Rundreduzierung machen. Ja, und weil diese Reduzierungen so schön sind, werden wir hier nach der Rundreduzierung jetzt noch eine sogenannte Vierkant- oder eben eine eckige Reduzierung machen. Die werde ich hier dahinter setzen. Da wird es jetzt gleich kritisch, dass mir hier der Tri-Stick nicht auseinanderbricht. So eine eckige Reduzierung kann man im Prinzip für vielerlei Verbindungen, Holzverbindungen oder sozusagen ja regelrecht verschiedene Konstruktionen verwenden. Durchaus im Fallenbau findet man das auch immer wieder, dass man so eine Vierkantreduzierung hat. Ja, und genau die wollen wir jetzt hier auch mal anbringen. Ja, und hier haben wir die Vierkantreduzierung fertig. Also ihr seht, das funktioniert mit dem Payton ja wirklich richtig klasse. Das sind saubere Schnitte, die man damit ausführen kann. Ja, und als nächstes machen wir eine sogenannte V-Kerbe. V-Kerben, ja,
Da liegt es im Namen, also ein V in den Stock reingeschnitzt. Das ist wunderbar, zum Beispiel, wenn man Dreibein bauen will oder sowas, um die Stöcker da entsprechend zusammenzukriegen. Und das machen wir jetzt hier natürlich auch mal. Ja, und da ist sie schon, die V-Kerbe hat hier auch gut im vorderen schon bearbeiteten Stück geklappt. Ja, und jetzt machen wir doch einfach mal weiter mit einer tatsächlich ja etwas komplizierteren oder schwierigeren Figur hier, die man schnitzen kann. Ja, auch wieder Verjüngung, eine flache Verjüngung mit Loch. Also sagen wir mal eine Aussparung in dem Fall mit integriertem Loch. Das ist wirklich gar nicht so einfach und da wollen wir doch mal gucken, wie dem Pelton das jetzt von der Hand geht. So, das Ganze ist schon mal abgeflacht und reduziert. Ihr seht hier, das ist doch recht gleichmäßig geworden und ja auch wirklich wieder richtig schöne, saubere Schnitte. Ja, und jetzt werde ich hier in die Mitte noch ein kleines Loch, eine Aussparung reinschnitzen. Und das ist tatsächlich immer richtig spannend. Ja, und hier haben wir jetzt unsere Aussparung mit Loch, in diesem Fall fertig. Also ihr seht schon, das hat auch gut funktioniert. Das ist natürlich immer schwierig, hier so eine Aussparung richtig sauber hinzukriegen. Gerade jetzt in diesem Fall ist er ja auch relativ klein. Aber das funktioniert hier mit dem Pico CC wirklich richtig gut, weil man eben hier regelrecht in die Ecken reinkommt durch diese fein ausgeführte Spitze. Also mit diesem Messer lässt sich wirklich wunderbar arbeiten. Zwischendurch kann ich auch schon mal sagen, es gibt keinerlei Hotspots. Der Griff liegt wirklich sehr, sehr angenehm in der Hand, egal wie ich das jetzt gemacht habe. Ja, die einzige Stelle ist hier am Daumen durch den Druck auf den Klingenrücken, weil ne, der Klingenrücken in diesem Fall ist recht scharf. Aber da ist jetzt auch keine Blase entstanden oder dergleichen und das ließe sich ja theoretisch auch verhindern. Ja, und jetzt werde ich noch zwei weitere Kerben schnitzen, nämlich einmal eine 90-Grad-Kerbe, die ist auch im Fallenbau immer mal wieder wichtig, und eine Kerbe, eine V-Kerbe, wo man zum Beispiel einen Aufhänger von machen kann, um zum Beispiel einen Topf oder einen Grillrost oder sowas über ein Lagerfeuer zu hängen. Ja, und hier haben wir unsere sogenannte V-Kerbe. Also man sieht schon, V-förmig eingeschnitten, um zum Beispiel etwas an einer Schnur oder einem Haken aufhängen zu können. Denn in so einer V-Kerbe hängt das Ganze richtig gut drin. Ich habe hier sogar noch ein ganz bisschen die Rundung hier des Stocks genutzt. Das heißt, hier hat man im Prinzip die perfekte Stelle für eine solche Kerbe. Und hier aufs Ende des Tri-Sticks werde ich noch eine letzte Schnitzfigur setzen, und zwar ein sogenanntes Halbrund. Ja, das heißt ganz einfach hier den Stock im Halbrund enden lassen. Das heißt, ich schnitze das hier alles einmal schön rund. Wofür kann man das gebrauchen? Zum Beispiel ganz banal zum Feuerbohren. Also wenn man jetzt einen zum Beispiel Bohrer für das Feuerbohren herstellen würde, dann braucht man eben entsprechend ein halbrundes Ende des Stocks. Ja, und genau das stelle ich jetzt hier her, auch wenn sich dieser Stock jetzt hier nicht für einen Feuerbohrer mehr eignen würde. Der würde mir nämlich einfach kaputt reißen. Aber trotz alledem, die Übung ist gut und man muss wirklich sagen, erstens, so ein Tri-Stick ist eine wunderbare Möglichkeit, seine eigenen Schnitzfähigkeiten einfach zu verbessern und zu üben. Und man stellt eben wirklich fest, ob ein Messer einem selber liegt, ob es einem gut in der Hand liegt, ob es führig ist für einen persönlich, ob es gut funktioniert und vor allen Dingen, ob es für die Verwendung im Outdoor-Bereich wirklich geeignet ist und dafür richtig sinnvoll ist. So, das halbrunde Ende ist fertig.
Ja, und wir gucken hier auf einen wirklich erfolgreichen Tri-Stick, komplett geschnitzt mit dem kleinen M23. Ja, und das hat mir persönlich richtig Spaß gemacht. Ja, und Sascha, du siehst, es funktioniert gut. Ich selber kann diesem kleinen Messer wirklich postulieren, das ist genau für solche Schnitzaufgaben gemacht. Also da fühlt es sich wohl, das ging richtig gut. Ja, und wenn ihr jetzt noch weitere Ideen habt, dann würde ich mich richtig freuen, wenn ihr uns die einfach in die Kommentare schreiben würdet, was wir mit dem kleinen M23 noch so anstellen sollen. Wie wäre es mal mit ein wenig Food Prep oder wie wäre es mit alles rund ums Lagerfeuer? Schreibt es uns einfach in die Kommentare und wir suchen wieder ein Thema für ein kommendes Video aus. Ja, und so ein Tri-Stick lässt sich nicht nur in groß machen, wobei das hier jetzt schon eine Variante war, die relativ klein bzw. schlank im Durchmesser war. Sowas kann man auch tatsächlich, wenn man Spaß daran hat, in klein anfertigen. Das heißt, auch hier haben wir die Aussparung mit Loch. Wir haben entsprechende Rundreduzierung, eine V-Kerbe und hier in dem Fall einen einseitig abgeflachten Spatel, eine Spatelspitze. Also sowas lässt sich definitiv auch einfach mal zwischendurch als kleine Schnitzübung oder Schnitzaufgabe auch mal in klein, in Miniaturformat machen. Ja, und auch dieses Miniaturformat ist eben gerade mit dem kleinen M23 entstanden. Ja, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, ebenfalls auf ein solch cooles kleines Schnitzmesser von Peltonen aus Finnland, dann solltet ihr uns auf jeden Fall auf unserer Seite besuchen, denn da findet ihr es nicht nur in Schwarz, sondern in allen Varianten, die so verfügbar sind. Ja, und wie immer könnt ihr uns entweder im Ladengeschäft in Berlin besuchen, um euer Messer direkt mitzunehmen, oder natürlich, wie immer, bei uns auf unserer Homepage auf messerworld.de.